Das wünscht man sich doch, oder? Wenn man so lange nicht gespielt hat. Melee gegen Chimär. Na, wenn wir in Melee rein random auf Hideout, dann ist ja eigentlich schon klar, was wir spielen, oder? So, noch hoffen, dass das Dir drin ist und das Dir ist drin. Okay. Ich habe sie leider nicht mehr ganz im Kopf, wie sie funktioniert. Das ist ein bisschen schade. Aber wenn wir schon in Melee rein random, dann spielen wir die gute alte 20 Elefanten in 20 Minuten Build, oder? Habe ich auch mal ein YouTube-Video drüber gemacht, by the way. Über den Build. Der perfekte Build für alle, die Hideout spielen, obwohl sie Hideout nicht mögen. Aber ich habe ihn, wie gesagt, leider nicht mehr ganz im Kopf. Aber das kriegen wir schon hin. Kann mal irgendwer von euch bitte ganz flott auf meinen YouTube-Kanal gehen, nach Melee Stampede suchen, beziehungsweise 20 Elefanten in 20 Minuten und mir sagen, mit wie vielen Dorfbewohnern ich da hochgeklickt habe in die Feudalzeit. Das wäre wundervoll. Ich habe es nämlich leider wirklich nicht mehr im Kopf. Ja, genau. So lange her, dass ich das letzte Mal Hideout gespielt habe, dass ich mein eigenes Bild vergessen habe. Also gut, ist ja nicht mein Bild, ich habe ihn nur vorgestellt. Aber entwickelt habe ich den Bild nicht. 29 Wilds? Okay. Wie viele auf Holz? Wie viele auf Gold? Acht auf Holz? 14 Food? Naja, Food ist ja obvious. Ich muss nur wissen, wie viele ich auf Gold habe. Ayo, Beast! Mahlzeit. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Willkommen im 12. Monat. Alter Schwede, ganzes Jahr schon. Huiuiui. Wenn wir den Scout gekillt kriegen, das wäre richtig geil. Da ist ein Hill, da müssen wir ein bisschen aufpassen. 4 Gold waren beim Hochklicken. Das kommt mir ein bisschen wenig vor tatsächlich. Kaserne und dann mit Schmiede und Stall hoch zu Castle. Ja, irgendwie so, ich erinnere mich. Nach dem Hochklicken dann 8 auf Gold, okay. Oh, das kriegen wir hin. Ich habe mein Haus vergessen. So müsste das sein. 2, 3, 4, dann noch 2 auf Food, okay. Irgendwie so. Warum habe ich mehr AP als er? Da hat er wohl aus Versehen irgendeinen Hit nicht durchbekommen, hä? Huh? Ah, Kaserne will ich eigentlich nicht zeigen. Könnte sogar sein, dass sie ein bisschen spät kommt, hä? Huh? Er ist schon ab. Okay, dann müssen wir mal scouten, ob wir irgendwie... Ah, schade. Er hat nicht geguckt. Gut. Ah, die kommt actually ein bisschen spät. Apa sasana yang baginda? Aku penumpang kayu. Aku penggali tambang. Ich hoffe einfach mal, dass er die Build-Order nicht kennt. Das ist eine komplette All-In-Build-Order. Ziemlich bescheuert, wenn ihr mich fragt. Aber irgendwie auch witzig. Produzieren generell gar keine Dorfbewohner. Das Spiel die Strat beendet das Spiel halt einfach schnell. Entweder für dich oder für ihn. Das ist der ganze Sinn dahinter. Langsam wird er knapp mit dem Gold, mit der Nahrung, ne? So, einer mehr noch. YouTube zeigt nur 6 auf Gold. Ja, wir floaten auch gerade ein bisschen tatsächlich. So, ab die beiden noch, dann können wir los. Dann brauchen wir Husbandry als erstes. Dann brauchen wir Death, soweit wir uns leisten können.
Haspendü als erstes einfach deswegen, damit wir schneller beim Ziel sind, aber das sollte ja eigentlich selbsterklärend sein. Alles weitere produzieren wir nach. Sehr schön. Vor allem, dass unser Scout noch lebt, weil wir damit jetzt möglicherweise einen Monka oder zwei snipen können. Ja, Mayhem, hast recht. Stimme ich dir uneingeschränkt zu. Lass mal gucken, ob wir irgendwie eine Monastery scouten oder so. Ein Stable, okay. Interesting. Und ein TC. Barracks, ja. Ist das bescheuert? Ich liebe es. Oh Mann. Direkt Rage Quit, ja. Sieht so aus. Er hat nicht mal GG geschrieben und direkt raus. Ich liebe diesen Bild. Falls ihr ihn auch lernen wollt, Ausrufezeichen YT, dann kommt ihr auf meinen YouTube-Kanal. Da habe ich das Ganze vorgestellt, wie das funktioniert und wie ihr das selber in euren eigenen Spielen anwenden könnt. Und ihr habt gerade gesehen, dass das auch auf höherer Elo bzw. auf Top 1000 Niveau auch noch funktioniert. Oh Mann, ey, das ist ja aber auch komplett greedy, 4TC-Boom. Was hat er denn gedacht, was ich mache? Das einzige Problem an der Strategie ist, die funktioniert pro Gegner nur einmal. Wenn er einmal dagegen gespielt hat, dann macht er gegen Melee einfach blind Double Monastery.